So, da sind wir schon wieder zurück mit einem weiteren Tutorial, nämlich wie kann ich unser Gelände so ebnen, wie ich es hier zum Beispiel schon jetzt bereits angefangen habe. Ganz einfach, ihr geht an die Werkbank, zack. Dann suchen wir uns hier die Hacke aus. Dafür benötigen wir 5 Holz, 2 Steine. Ich sehe gerade, hier blinkt es, immer schön alles reparieren. Dann gehen wir auf unsere Hacke drauf. Dann haben wir 3 Optionen. Einmal, wir können den Boden einebnen, bedeutet nach unten drücken. Wir können den Boden allerdings sogar anheben. Dazu benötigen wir immer eine Werkbank hier in dem Radius. Und wir benötigen 4 Steine. Wir machen das Ganze jetzt einmal nur testweise. Zack, zack. Ihr seht, man kann die Erde auch anheben, falls man ein wenig zu tief gebuddelt hat, in Anführungszeichen. So, dann mit Rechtsklick, was kann man noch machen? Befestigen. Was bedeutet befestigen? Der Untergrund ist einfach nochmal stabiler. Aber worum geht es euch wahrscheinlich? Richtig, wir wollen nach unten. Wenn ihr nach unten wollt, einfach auf Rechtsklick, Boden einebnen und zack, kann man das Ganze nämlich auch wieder runterkloppen. Aber wir probieren es einfach mal aus. Zack, wie ihr seht, tiefer geht's nicht. Manche wollen sich halt schön hier in den Berg zum Beispiel reinbauen. Das ist allerdings erst möglich mit der zweiten Spitze, also mit der zweiten Hacke, die man bekommt. Die bekommt man aber erst, wenn man den ersten Boss gelegt hat, beziehungsweise das Rezept dazu. Ich wollte euch einfach nur zeigen, guck mal hier, ihr könnt schön hier für eure allererste Hütte die Erde natürlich schön begradigen. Wie gesagt, es geht nur bis zum gewissen Punkt. Ich hoffe, ich konnte euch damit schon ein bisschen weiterhelfen. Ihr wisst ja, ich nehme das Spiel im Prinzip wirklich auseinander. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es natürlich gerne trotzdem in die Kommentare. Ich gucke natürlich nach, ob ich euch da irgendwie helfen kann. Vielleicht lerne auch ich noch irgendwas dazu, weil ich habe jetzt 30 Stunden Spielzeit. Aber man kann nie auslernen. In dem Sinne gerne in die Kommentare schreiben. Und wenn ihr Lust habt, gerne ein Abo dalassen für weitere Tutorials. Sowie eventuelle Livestreams mit meiner Frau zusammen abends. Und in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Tutorial und haut rein.